Lars Johansen, eine Kartoffel, was sagt dir das? Das sagt mir mittlerweile zum 11. Mal schon Kartoffelschälwettbewerb in Ottersleben. Weltmeisterschaft? Nein, nur die Ottersleber-Kartoffel. Nur die Ottersleber-Kartoffel. Kartoffelschälmeisterschaft. Gut, dann hast du jetzt zu tun, ich schicke dich auf die Bühne und wenn du fertig bist... Komme ich gerne mal und dann reden wir weiter. Dann reden wir mal nochmal über Kartoffeln. Über Kartoffeln, gefällt mir gut. Gut, bis nachher. Bis nachher. So, ja, das klingt doch schon ganz gut, ja. So, einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen und Applaus für die Kartoffelschäler schon mal bitte mal von allen. Und mal hören, wie gut sie klatschen können, das klingt gut. Hinter mir stehen sie alle schon aufgereiht. Ich sage Ihnen ganz schnell, wer es ist und dann machen wir natürlich noch mal eine direkte Vorstellung. Wir haben dabei diesmal Thomas Hase, Jens Kreiser, Anja Maas, Oliver Meichhaus, Sascha Müller, Holger Pech, Dr. Nico Zenker und André Zibel. 32. Ottersleber-Fest hier und 11. Kartoffelschälwettbewerb. Ich dachte mal, es ist der 10., es ist der 11. Es ist alles schon viel öfter. Und wir machen das natürlich schnell. Sie wollen schälen sehen, mich nicht reden hören, zu Recht. Ich würde die beiden ersten Schäler zu mir bitten, und zwar Thomas Hase, den Imker, der Mann, der hier die Honigbiene nach Ottersleben überhaupt das gebracht hat. Herzlichen Applaus für Thomas Hase, meine Damen und Herren. Und auf der anderen Seite zum ersten Mal beim Schälen dabei, Jens Kreiser, Lehrer an der Gemeinschaftsschule, Ernst Wille. Das sind Riesenkartoffeln, ich weiß. Und ich gebe das so. Aber ich bewundere das, meine Damen und Herren, Lehrer gibt es kaum. Imker werden langsam wieder mehr. Ich glaube, es gibt mittlerweile mehr Imker im Land als Lehrer. Wir arbeiten aber dran, dass sich das wieder ändert. Und das bedeutet aber nicht, dass ich was gegen Imker habe oder gegen Lehrer. Sind beide großartig und wichtig. Achtung! Fertig! Los! Ja, es sind wie immer große Kartoffeln und die Kartoffeln kommen übrigens, um auch das kurz zu sagen, von Thorsten Kerl, das ist das Gemüseparadies. Herzlichen Dank auch an ihn, weil leider kann man die meist danach nicht mehr essen, unter anderem auch wegen Blutspuren an den Kartoffeln, aber auch weil manchmal sehr eigenwillig geschält wird, sehr mutig auch geschält wird. Es wäre schon gut, dass der Großteil der Schale weg ist. Also bis zu einem gewissen Grad gehen wir es mit. Aber der Großteil der Schale sollte weg sein. Lehrer lernen schnell dazu, sie werden schneller und schneller und schneller. Imker wissen das von vornherein, weil so wird ja auch der Honig geerntet. Man schält die Biene, bis der Honig rauskommt. Und das schmeckt dann auch besonders gut. Ja, so der letzte, schon vorletzte. Jetzt auch die letzte Kartoffel. Die letzten Kartoffeln sind jetzt gerade geschält. Die letzten sind jetzt beide in Arbeit. Das ist spannend, meine Damen und Herren. Die jeweils letzte Kartoffel ist in Arbeit. Sie können ruhig mal ruhig was rauslassen. Worte, Applaus, Anfeuerungsrufe, ist alles möglich und erlaubt. Machen Sie es einfach. Das ist wunderbar, das ist wunderbar. Und der Rest ist fertig, meine Damen und Herren. Ein herzlicher Applaus für Thomas Hase. Und dann genauso herzlicher für Jens Kreiser. Die nächsten beiden Kandidaten. Und wenn ich Kandidaten sage, stimmt das nicht. Die einzige Frau im Feld, wir wünschen uns mehr Frauen, die war auch schon mal mit dabei. Anja Maas vom Heimatverein Ballendorf-Sohl. Ich entsinne mich. Ja. Die hat nämlich sogar schon mal gewonnen. Ja. Es ist jetzt auch schon wieder 7 Jahre her. Wobei sie, ich muss sagen, sie sind. Damals war sie noch 27 und sie ist ein kleines bisschen älter geworden seitdem, aber kaum. Im Grunde genommen wirkt sie fast jünger als damals, muss ich so sagen. Und auf der Gegenseite, auf der anderen Seite, haben wir auch einen Sieger, und zwar von 2017, Oliver Meichau. Ich merke gerade, die erste Herren komplett angetreten. Das klingt doch gut. Also da... Notfallstraftraining machen, wenn das... Ich sehe das da hinten. Spielerquäler Kartoffelschäler. Das finde ich großartig. Achtung, fertig, los! Anja, 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 wunderbare, wunderbare zwei. Anja Maas und Oliver Meichau. Anja Maas, Oliver Meichau, das ist eine spannende Partie. Eine sehr, sehr spannende Partie. Das sieht mir nach einem fast Unentschieden aus, sage ich mal an dieser Stelle hier. Das ist so nah beinahe, das ist unglaublich gut. Es ist richtig toll, es sieht toll aus, es sieht gut aus. Und wir haben einen ganz knappen Sieger.
Was? Also ganz, ganz knapp. Aber Oliver Maisau. Wen ich jetzt an meiner Seite brauche, das ist Jens Kreiser, Anja Maas, Holger Pech und André Zibel. Ich hoffe, alles ist bereit. Alle sind bereit. Dann zähle ich wieder vor. Achtung! Fertig! Los! Es geht auch um Geschwindigkeit. Wie gesagt, wer als erster fertig ist, springt auf, der zweite springt auf und so weiter. Go, Bolle für die Knolle. Ich sehe ein neues Schild da hinten. Sehr schön. Also wir haben alles da. Das ist... Wir helfen mit, das hat schon alles. So, der erste ist schon fertig. Der erste ist schon, der zweite ist fertig. So, der dritte ist fertig. Der vierte ist fertig. Und wer waren am letzten jetzt da? Okay. Dann tut's mir leid, also tut mir nicht leid, sondern ich darf zu mir bitten, André Zibel, ganz kurz. Nein, nein. Überhaupt nicht, Schimus, alles fair. Wir haben einen Preis bekommen, und zwar von Gabi und Georg Hensel. Schauen wir mal. Das ist der Preis, den es für denjenigen gibt, der beim Schälen ein bisschen länger brauchte. Es ist eine Kartoffelschälmaschine. Ganz herzlichen Applaus. Herzlichen Glückwunsch für die Kartoffelschälmaschine. Finale, meine Damen und Herren. Und das Finale ist... Oliver Maischau gegen Sascha Müller. Applaus für beide. Und jetzt haben wir zwei Transparente. Das ist ja wunderbar. Also das ist herrlich. Also man hat jetzt eins gemerkt, egal wie gut man schält, wenn unten einer ein Transparent hält, wird man Sieger oder wenigstens gewinnt man eine Kartoffelschälmaschine. Also auf jeden Fall ist man dabei zu gewinnen. Gewonnen haben alle, muss ich bei der Gelegenheit nochmal sagen, weil es ist sehr mutig. Und deshalb freue ich mich, dass mit Oliver Weicher und Sascha Müller zwei sehr gute Schäler da sind, die ein riesen Fanpublikum mitgebracht haben. Ich sag's nochmal, auf der einen Seite feuerfrei schäl die Kartoffel entzwei und auf der anderen Seite Spielerquäler Kartoffelschäler. Ich weiß nicht, ob das so positiv ist. Ich hoffe es einfach mal. So schlecht steht der VfB gar nicht da. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, beide sind bereit. Dann sage ich einfach nur, Achtung, fertig, los. Sehr schön. Zwei wirklich sehr schnelle Schäler, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich soll mal sagen, die sind ganz eng beieinander, die zwei. Helft ihnen. Und ganz, ganz knapp, Oliver Maischau. Aber um Sekunden, großartig, war toll. Mann, wart ihr alle großartig. Wow. So gefällt mir das Kartoffelschälen mit Laola. Lars ist zurück. Du hast uns eine Kartoffel mitgebracht. Also wenn ich so eine Kartoffel in meinen Topf werfen würde. Nein. Aber okay, wir haben ja nicht zum Essen. Wir haben ja nur zu einer Ottersleber Kartoffelschälen-Meisterschaft uns hier getroffen. Lustige Veranstaltung. Ist eine schöne Veranstaltung, wie gesagt, das 11. Mal machen die das jetzt hier und man sieht, die Kartoffel, die ist noch einigermaßen ordentlich geschält, es gab auch noch schlechter geschälte, wir arbeiten dran, aber wie das so ist, in der Eile, in der Hetze, schafft man das nicht immer und dann sieht es manchmal ein bisschen unordentlicher aus. Die werden danach auch nicht zum Essen freigegeben, aus diesen Gründen, weil es wäre erstens unhygienisch und zum anderen sind nicht sauber geschält. Nun sehe ich an dieser Kartoffel keine Blutspuren, ist nichts passiert. Lustigerweise hatte außer Frau Schwenke niemand Blut. Sie hatte dann sich bei einer anderen Sache verletzt. Also, das ist falsch. Wir hatten einen, doch, Blut hatten wir schon. Der Ortsbürgermeister aus Beiendorf-Sohlen hat sich tatsächlich an der linken Hand an diesem Finger verletzt und sagte daraufhin, so wie bei Schwenke, wenn ich dir im Stadtrat jetzt mal das zeige, dann ist es, weißt du, es ist nur die Verletzung, auf die ich hinweise. Und man kennt sich halt hier, man sieht das. Ja, das ist klar. 11. Mal Kartoffelmeisterschaft, das ist ein schwieriges Wort. Das wäre ja eigentlich als Stadtmeisterschaft oder als Ortsteilmeisterschaft, könnte man es zur Stadtmeisterschaft machen und dann weiterdenken. Breakdance ist jetzt olympisch geworden, könnte man Kartoffelschäl-Olympiade. Wer will eine Kartoffelschäl-Olympiade wirklich gucken?
ist das eine. Und das andere ist, es ist ja Spaß, es ist just for fun. Klar. Und wenn wir anfangen, das so als Meisterschaft, und ich habe immer die Angst, Leute, das dann ganz doll, wirklich ganz doll ernst nehmen. Mhm. Und dann auf einmal geht es dann wirklich so, der hat aber nicht sauber geschält, da ist noch was dran. Und dann kommen die mit Anwälten und lieber im Spaßbereich belassen. Lassen wir den Ottersleben ihre einzigartige Kartoffelschäl-Weltmeisterschaft. Kommen wir zu dir. Du bekannt, Funk, Film, Fernsehen, Zeitung, du schreibst Kolumnen, du stehst auf der Bühne. Singst du? Aber nicht gut. Ist egal, aber ich singe auch, im Kabarett muss man ja singen können. Wenn man Ensemble-Kabarett macht, ist es ganz hilfreich. Ich sage mal so, der ehemalige musikalische Leiter, Mihai Kovrich, hat mir damals so grundlegend beigebracht, Ton zu halten und sowas. Und ein bisschen vorher kannte ich das auch schon. Aber ich erinnere mich, als ich das erste Mal auf einer Bühne gesungen hatte, das war noch in Hannover, wo ich eigentlich herkomme, sagte der beim nächsten Mal, als ich wieder spielen wollte dort auf der Bühne, singst du auch wieder? Nee, dann ist super, dann freue ich mich sehr. Ich freue mich sehr auf dich. Und da wusste ich, dass mein Gesang vielleicht nicht ganz so gut ist. Du bist ständig unterwegs auf der Bühne, hast, glaube ich, 1, 2, 3, 4 eigene Programme. Ich kann es jetzt langsam nicht mehr verfolgen. Ich habe immer ein Jahresprogramm, das jedes Jahr neu ist, und habe einen Monatsrückblick, den ich mache. Das sind so die beiden Sachen, die immer da sind. Einmal im Monat halt im MDF 1 der Magdeburger, so ein Monatsrückblick nochmal. Und das ist so das, was ich habe. Und wie kommst du dann hierher nach Ottersleben? Hat man dich angerufen und gesagt, ey, pass mal auf, wir haben hier eine ganz geile Veranstaltung. Komm mal vorbei, mach mal. Man hat mich vor 11 Jahren gefragt, sag mal, hast du Lust, das zu moderieren? Und ich hatte. Nee, weil ich habe zu Ottersleben, ich kenne irgendwie ein paar Leute hier natürlich. Nee. Wenn man lange, ich bin jetzt 25 Jahre in Magdeburg, und wenn man 25 Jahre in der Stadt ist, kennt man auch mal diesen oder jene. Und dann wird man auch mal gefragt. Und ich freue mich dann natürlich, wenn ich sowas gefragt werde, weil ich finde, das ist Spaß, purer Spaß. Und von daher habe ich auch gute Laune dabei. Ich muss ehrlich zugeben, ich hatte beim Film vorhin auch ein bisschen öfter mal so ein Grinsen im Gesicht, und ich musste die Kamera sehr festhalten, weil es waren doch ein paar schöne Sachen dabei. Ja. Vor allem die Fans, die hier waren, geile Nummer. Ja. Transparent, das ist das erste Mal, dass es richtige Transparente gab. Das gab es bisher noch nicht. Das ist jetzt zum 11. Jahr zum ersten Mal. Und die sagten, wo ist das Bolle auch dabei? Das hätte man nur noch ein Transparent gemacht. Wer hier aus dem Stadtteil kommt, was toll zeigt, wie Zusammengehörigkeitsgefühl, wie groß das ist, der kriegt auch ein Transparent. Jetzt haben wir viele Stadtteile in Magdeburg. Du kommst aus Hannover, ich komme aus Berlin. Du bist 25 Jahre hier. Ich erst, in Anführungsstrichen, 6 Jahre, aber man hat mich reingelassen. Ich bin stolz. Als Berliner, wunderbar. Man fängt an, Ottersleben und Magdeburg zu lieben. Meine Lieblingsstelle, Domfelsen. Dummfels ist wunderschön. Also mein Lieblingsort in der Stadt ist tatsächlich, muss ich sagen, eigentlich der Innenhof im Kloster unserer lieben Frau. Weil man mitten in einer modernen Stadt ist und plötzlich ist man auf einmal ganz weit zurück in der Vergangenheit, im Mittelalter. Und es ist so ein schöner Moment, des sich auch bedenken können, und wunderschön. Finde ich auch. Kann ich einfach nicht so sagen. Ich bin 2005 das erste Mal in meinem Leben hier gewesen. Wusste zwar, dass es Magdeburg gibt, aber ich hatte es als Kameramann irgendwie in den Jahren vor der Wende nie hierher verschlagen. Kein Kesselbund ist hier, kein Oberhofer Bauernmarkt, nix. Also 2005 habe ich einen Freund besucht und habe mich eigentlich damals schon ein bisschen verliebt in die Stadt. Warum bist du eigentlich, oder wie bist du eigentlich hierher gekommen, nach Magdeburg? Ja, interessanterweise, ich hatte mich lustigerweise beworben, Anzeige in der Theater heute vom Dresdner Kabarett, Herkuleskeule. Und dann schrieben die mir, die Stelle ist schon besetzt, nett, dass sie sich beworben haben, vielen Dank, das war's dann. Und einige Tage später klingelt das Telefon und da war dann aus Magdeburg jemand dran, könnten Sie sich vorstellen, auch bei uns vorzusprechen? Wir haben gehört, Sie haben sich in Dresden beworben, habe ich hier vorgesprochen und wurde dann erstaunlicherweise genommen. Also ist ja ähnlich wie bei mir, ich habe mich beworben als Kameramann hier, habe die Stelle bekommen, ich habe mich inzwischen auch ein bisschen weiterentwickelt, mache jetzt viele, viele andere Sachen noch, außer als Kameramann. Das hier zum Beispiel. Kameramann ist, finde ich, ganz schön, alleine schon, ganz schön anspruchsvolle Tätigkeit. Das soll man bitte nicht unterschätzen. Da gebe ich dir. Da ist die Kamera an, man spricht da rein, aber wir wissen beide, ich interessiere mich ja sehr für Film und schreibe auch drüber mit in verschiedenen Zeitungen, darf ich netterweise auch schreiben. Ja. Und von daher weiß ich, wie anspruchsvoll Kameraarbeit ist. Du bist ja beim offenen Kanal Magdeburg. Auch Vereinsvorsitzender? Eine höhere Position sogar. Ich bin da Vereinsvorsitzender, aber das ist ganz einfach.
wer will schon Vorsitzender von Vereinen sein? Das ist immer schwierig und die freuen sich immer, wenn es jemand macht. Und ich freue mich aber. Ich darf in zwei Vereinen, das ist der eine ist der offene Kanal, der andere ist der Artist TV. Das ist auch einer der schönsten Orte der Stadt, der zweitschönste nach dem Kloster für mich, Innenhof, der Moritzhof, ehemaliger Bauernhof in der Neuen Neustadt, wo Kino, Theater, Kleinkunst, anderes stattfindet. Also mit, es gibt... Mit dir unter anderem? Unter anderem mit mir. Ja. Ich darf da auch dabei sein, aber ich werde nicht anders als die anderen behandelt. Mhm. Also wenn kein Zuschauer käme, hätte man mir schon bald gesagt, Lars, es ist toll, dass du so viel dich engagierst, aber musst du bei uns spielen. Und von daher ist das so fair und ich kriege auch nur den Anteil, den alle anderen kriegen, also Beteiligung am Umsatz. Und das ist auch gut so. Nee, der Hof ist wunderschön, aber der offene Kanal, ist es wichtig, dass es das gibt, dass die Menschen das lernen. Ja. Du weißt ja selber, wie das ist. Ja. Manche Leute denken, ich kann alles. Ja. Und es gibt ja auch YouTuber, die sagen, ja, ich kann das ja alles schon. Ich muss das nicht lernen. Und beim offenen Kanal, das ist das Gute, lernt man durchaus auch, wie geht das eigentlich, wie halte ich eine Kamera, wie mache ich einen Film, wie schneide ich. All die Dinge, die man kennen können muss, wenn man dort arbeiten will. Genau. Ich habe auch jahrelang gebraucht, um Kameramann zu werden. Das wird man nicht von heute auf morgen. Nee. Und weil wir gerade bei der Kartoffel sind, mein erster erlernter Beruf war Koch. Ah. Also vom Koch zum Kameramann, keine so schlechte Karriere, denke ich mal. Wobei, wenn ich heute höre, wie sehr Personal in der Gastronomie gebraucht wird, geradezu händeringend gesucht, würdest du wahrscheinlich als Koch vielleicht sogar reicher werden können. Das glaube ich nicht. Bei den Gehältern, die man als Koch bekommt heutzutage, wenn man nicht gerade 5-Sterne-Hotel und Michelin-Sterne und so weiter. Aber ich sage mal, ich habe den Beruf nicht aufgegeben, weil ich es nicht mehr wollte, sondern einfach aus gesundheitlichen Gründen. Mhm. Ich habe es mit Leidenschaft gemacht, war mein Traumberuf. War dein Job, den du machst, dein Traumberuf? Ja, also ich muss wirklich sagen, das war, ich habe ja Theaterwissenschaften studiert, ich bin Diplom-Theaterwissenschaftler. Ich habe immer schon in der Schulzeit schon Kabarett gespielt. Ich habe da eine Kabarett-AG damals in der Schule gegründet sogar, für eine Projektwoche damals. Und es ist also 82 gewesen. Seitdem stehe ich quasi auf Bühnen und immer mit Kabarett. Das wollte ich immer machen. Und ich weiß auch, ich könnte mit anderen Jobs vermutlich mehr verdienen, hätte ich machen können, wollen, sollen, können, dürfen. Aber ich wollte das immer machen, ich will das immer machen. Und es ernährt mich. Reichtümer sammelt man nicht oder ich nicht. Was aber egal ist. Ich habe riesen Spaß an dem Job. Das ist ein Traumjob. Ich glaube, das Wichtigste, was man fürs Leben braucht. Ja, ja. Das war übrigens auch einer der Gründe, warum ich hier angefangen habe. Mein Vater ist relativ früh gestorben an Krebs. Und er hat nie das gemacht, was er wollte. Und ich war damals 30 und sagte mir, guck mal, das will ich nicht. Ich möchte nicht irgendwann mit 55 schon sehr früh sterben. Und nachher nicht das gemacht haben, was ich wollte. Sondern irgendwie was machen, wo andere sagen, das bringt mehr ein, das ist besser für dich, mach dies. Und dann habe ich das gemacht, wozu ich Lust hatte. Und das war die beste Entscheidung. Es geht mir gut. Und ich weiß, ein Teil davon ist, dass ich das machen kann, was ich will. Nehmen wir das als Schlusswort von dir. Du möchtest nicht von uns gehen, ohne das gemacht zu haben. Und ich würde jedem auch raten. Und du weißt es ja selber. Ja. Du hast auch deinen Traumjob gefunden, denke ich, mit der Kamera. Natürlich. Und genauso ist das. Ich würde jedem sagen, Kinder, wenn ihr was machen wollt, macht das, was ihr machen wollt. Und wenn euch ein Berufsberater sagt, nein, oder es ist gerade nicht gefragt, vergesst das. Irgendwann ist es gefragt. Und wenn ihr es machen wollt, macht ihr es gut. Und wenn ihr es gut macht, seid ihr gefragt. Und alles ist gut. Meine Worte zum Abschluss waren, schönen Dank, dass du hier bist. Wir hoffen, dass wir dich noch eine Weile hier in Magdeburg sehen und hören dürfen und lesen dürfen. Ich freue mich aufs nächste Mal, dich wieder zu treffen. Ich habe da schon eine Idee. Da reden wir aber drüber, wenn das Mikrofon aus ist. Das höre ich gerne. Und ich danke dir herzlich, dass ich hier dabei sein durfte und wünsche dir viel Erfolg auf weiterhin und eine gute Zeit. Und du wirst Magdeburg nach den wenigen Jahren schon gut kennen und mögen. Und je länger du hier bleibst, je lieber. Da gebe ich dir völlig recht. Ich bedanke mich. Danke dir.